ersten Vorlesung dieses Semester. Und dieses Semester würden wir uns gerne damit beschäftigen, da letztes Semester wir immer das Problem hatten, dass viele doch mit einem MacBook arbeiten, würden wir gerne den Leuten anbieten, auch rendern zu können. Das einzige Problem ist, dass standardmäßig ist ja auf Rhino für Windows V-Ray installiert. Die Leute, die ein MacBook haben, können aber leider nicht intern rendern in Rhino. Dieses Semester wollen wir dann gerne Cinema 4D noch hinzufügen und dort werden wir dann mit dem Corona-Render rendern, was relativ gut funktioniert und super Resultate ergibt. Jetzt seht ihr, dass ich hier in unserem Rhino-Modell mal was vorbereitet habe, nämlich einfach einen kleinen Ausschnitt von ja, irgendeinem Haus. Also es ist jetzt einfach nur ein Beispiel 3D-Modell. Es besteht aus einer Bodenplatte, aus einer Innenwand, dann irgendwie Dämmung und einer äußeren Wand. Also ganz einfach. Dann gibt es hier Fensterrahmen, drei Stück und drei Gläser. Also haben wir hier verschiedene Materialien, die wir nachher zuweisen können. Und wir haben diese verschiedenen Materialien oder verschiedenen Elemente schon auf verschiedene Ebenen abgelegt. Also zum Beispiel die Gläser sind auf einer Ebene, die Fensterrahmen sind auf einer Ebene, die Wände, also die Ziegelwände sind auf einer Ebene, der Boden ist auf einer Ebene und auf Standard ist eigentlich nur diese Dämmebene, die man aber eigentlich nachher gar nicht sehen würde. Genau. So viel zu dem, dürfte eigentlich nichts Neues sein. Eigentlich ziemlich Standard. Wenn wir jetzt dieses Modell in Cinema 4D importieren möchten, dann müssen wir das zuerst exportieren und zwar in einem gesonderten Dateientyp. Zum Exportieren geht es wieder mit Unterstrich Export. Und wir können bei entweder exportieren ein Fenster aufziehen und nur die Auswahl exportieren. Bei Export All exportiert er alles. Ich gehe jetzt mal auf das normale Export. Dann fragt er mich zu exportierende Objekte auswählen. Markiere ich mal hier alles, was ich exportiert haben möchte. Und klicke auf OK. Jetzt ist es so, dass ich hier das Format Motion Builder auswählen muss, einfach weil es die Schnittstelle zwischen Cinema 4D und Rhino ist. Es ist übrigens auch die Schnittstelle zwischen Cinema 4D und Archicad. Also theoretisch könnt ihr auch in Archicad was aufbauen, als Motion Builder speichern und dann in Cinema 4D importieren. Das würde auch funktionieren. Genau, dann gehe ich mal hier auf Ausschnitt 1, FBX, speichern, exportieren. Und jetzt fragt er mich hier, NURBS-Objekte exportieren als NURBS oder nur Polygonnetze. Hier reicht bei uns nur Polygonnetze. Materialien exportieren, wir haben keine Materialien. Das Wichtige ist, dass sie hier die Rhino Z-Achse an der FBX Y-Achse mappt. Sonst ist nachher euer 3D-Objekt gedreht. Genau, jetzt kann ich hier auch exportieren. Und kann hier auf weniger Polygone, der fragt eigentlich nur, ob er mehr oder weniger Teilflächen produzieren soll oder wie genau er es mappen soll oder generieren. Das ist bei uns weniger Polygone ist besser, weil es nachher weniger Rechenzeit hat, weil wir eigentlich nur rechteckige oder rechtwinklige Flächen sind. Also wir haben super einfache Flächen. Wenn jetzt auf OK geht und hier unten steht eine Datei erfolgreich gespeichert. Dann kann ich jetzt in mein Cinema 4D gehen. Das sieht jetzt standardmäßig so aus. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal nur damit, wie wir die Sachen importieren. Im Anschluss wird es dann noch verschiedene Tutorials geben, wie ich eine Kamera einstelle, wie ich einen Himmel, Belichtung mache, Weißrendering, wie ich mich durch den Raum bewege. Aber das Einzige, was wir hier jetzt noch machen wollen, ist erstmal hinbekommen, unser Rhino-Modell im Cinema 4D zu haben. Dafür muss ich hier oben auf File und auf Merge Project
und kann jetzt hier meinen Ausschnitt, den ich hinzugefügt habe, öffnen. Hier kann ich alles so lassen, nur das Wichtige ist wieder, dass die Y-Achse hier auf Up-Axis eingestellt ist. Wenn ich jetzt auf OK gehe, sollte ungefähr sich so ein Bild ergeben. Wenn ihr nichts seht nach dem Importieren, dann kann es sein, dass bei euch im Rhino, wenn ihr auf Einstellungen geht, die Modelleinheiten nicht auf Meter sind, sondern zum Beispiel auf Millimeter. Dann kann es sein, dass er hier zum Beispiel halt ein super kleines 3D-Modell kriegt, was man gar nicht sieht. Und ich zoome jetzt mal raus. Und ihr seht, diese grünen Sachen, die hier einfliegen, das sind die Kameras. Also er exportiert nicht nur alles, was wir gezeichnet haben, sondern auch die Blickwinkel, die wir in Rhino festlegen. Das ist super praktisch, weil wenn ihr zum Beispiel eine Perspektive festlegt im Rhino, die ihr gerne rendern möchtet, die könnt ihr dann eigentlich hier direkt rendern. Also hier, das ist eine Kamera. Und wenn ich jetzt mal hier in dieses Viereck reinklicke, dann geht ihr in die Perspektive von der Kamera. War jetzt ein bisschen unglücklich, dass die nicht so geil ist. Aber ich kann jetzt hier einfach diese Kameras mal wegmachen in meinem Fall, weil ich sie nicht brauche. Und ihr seht, dass wir hier erfolgreich unser 3D gebautes Objekt aus Rhino importiert haben.